Play my game. Keep your head. Servus und herzlich willkommen zum Domination Match mit Under Serial und Sinto. Ja, da bin ich. So, sag doch mal ein paar Worte zu dir, Sinto, wer du bist und wie du so auf Modern Warfare kamst. Ich bin halt der Sinto, beziehungsweise Sintoas. Modern Warfare bin ich halt so gekommen, mir den Call of Duty 4 damals den ersten geholt und damals eigentlich nur Kampagne gespielt, das war's, und online kam ich halt dann erst zum zweiten Teil so dazu und ist einfach klasse, wa? Das heißt, du kennst die alten Maps sozusagen nur aus dem Einzelspieler? Ich habe auch online gespielt, aber nur ein Prestige und dann war es das eigentlich auch gewesen. Okay, also das heißt nicht so lange wie jetzt. Welches Level bist du jetzt aktuell? Ich bin jetzt gerade im dritten oder zweiten Prestige bei Level 64 oder 67, glaube ich. Okay, cool. Ja, ich denke, wir würden einfach mal alle fragen wollen, was du so für Tipps hast für unsere Neulinge, die in das Spiel erst eingestiegen sind. Was kannst du da den Neulingen mitgeben? Wenn sie jetzt ein Domination, also Herrschaftsspiel zocken, dann sollten sie sich daran halten, dass sie nie einfach nur rumrennen, versuchen alle Punkte einzunehmen und einfach nur sinnlos halt rumrennen, weil darum geht's in dem Spiel halt einfach nicht. Es geht darum halt, zwar möglichst viele Punkte einzunehmen, aber 3 Punkte sind zu viel, um sie zu verteidigen. Also 2 Punkte ist vollkommen ausreichend, dadurch gewinnt man das Match schon. Zwar über eine längere Zeitspanne, aber das reicht schon. Das heißt, du würdest auch, wie ich in den vorangegangenen Videos immer gesagt habe, immer 2 Punkte versuchen zu halten. Also nicht meistens die äußeren beiden, sondern halt innen und außen. Ja, genau. Richtig, okay. Macht auch auf jeden Fall Sinn, weil dann weiß man natürlich auch, wo die Gegner spawnen können, ne? Ja, genau. Genau, als nächsten Punkt vielleicht, was für Standardklassen hast du und mit was für Waffen spielst du vorzüglich? In letzter Zeit spiele ich halt meistens immer mit der RPD und einem Vordergriff. Und der Vordergriff ist halt dazu da, um die Präzision um ein ganzes Stück zu erhöhen. Okay. Und dazu habe ich dann halt noch als Sekundärwaffe einen Raketenwerfer und als Extras habe ich einen Scavenger Pro, also Plünderer, und dann noch Ninja und Feuerkraft Pro. Okay, ja. Bist du jemand, der mit Headset spielt, oder hast du eine Surround-Anlage daheim? Ich habe ein Heimkinosystem, wodurch natürlich man einen sehr starken Vorteil hat, wenn es relativ still ist gerade im Spiel, weil man dadurch halt überall hört, wo die Gegner her sind, ob sie nur hinten rechts, hinten links oder so sind, auch wenn irgendwo Schüsse herkommen. Mit Headset spiele ich halt nur, wenn ich halt mit Teamkameraden halt im Teamspeak bin. Okay. Aber ansonsten spiele ich halt eigentlich immer ohne Headset. Und na, ich habe ja persönlich selber, spiele ich ja auch entweder übers Heimkino oder übers Headset. Also ich habe schon gemerkt, Headset ist auf jeden Fall besser zu spielen. Man hört die Sounds noch klarer. Finde ich persönlich, wenn jetzt irgendwo ein Harrier ist oder sowas, dann hörst du nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Wenn ich jetzt mit einem Headset zocke und gleichzeitig Heimkinosystem anhab, dann höre ich trotzdem auch noch einwandfrei, wo alles herkommt, weil es halt nur auf einer Seite das WLAN-Headset von Microsoft. Okay. Ja, du hast, ich meine, ein richtiges Headset, das heißt den Sound übers Headset hören, meine ich. Sowas habe ich nicht für die Konsole. Ja, weil viele sagen ja, kauf dir ein Headset, ist super. Also ich persönlich habe ja eins und kann es auch nur bezeugen, es ist echt besser wie mit dem Heimkino. Ist halt die Frage, wie man sich natürlich dann gewöhnen möchte an das Ganze, ne? Ich glaube, ich bleibe bei meiner Option. Ja. Ja. Hast du dann ein gutes Heimkino? Hast du irgendein Marken-Heimkino? Es hat schon 3-stellige Bereiche im Hohen gekostet, sagen wir es mal so. Ja, das ist also dann schon wichtig. Es rockt derbe, sag ich mal. Ja, ist doch cool. Einen schönen Subwoofer wahrscheinlich dazu, ne? Ja, genau, der geht mir bis zu die Knie hoch. Boah, das macht natürlich einen ganz schönen Rums, da würden sich die Nachbarn freuen. Welche Killstreaks hast denn du? Hast du eine 357er, eine 759er oder was hast du drinnen? Meistens habe ich eine 5711er, also eine Predator-Rakete, einen Harrier und einen Chopper Gunner. In letzter Zeit habe ich meistens eine 711-25, also Harrier, Chopper und eine Nuke, also Atombombe.
Bist du sozusagen auf der Suche nach der Nuke oder hast du sie schon gefunden? Ich habe sie letztens gefunden auf einem Sprengkommando-Match auf Terminal. Ja, nicht schlecht. Das war sehr schön. Ist ein gutes Gefühl, sage ich mal. Ja. Ja, es ist sehr befriedigend. Ja, wo wir gerade beim Thema Nukes sind. Es gibt ja auch viele Booster, die sich dann in Free-for-All-Matches oder so zu Nukes boosten. Was sagst du allgemein zu dem Thema Boosten oder, sage ich mal, Cheatern? Ich hasse sie. Ich hasse sie alle. Dieses ganze Pack, diese Booster-Camper, alle. Ja, kann alle, man die irgendwelche Fehler im Spiel ausnutzen, ich hasse sie. Ja, das ist natürlich das, was, wenn man sich, sage ich mal, Fehler im Spiel zunutze macht, natürlich schwierig, ne? Klar, da kannst du als fairer Spieler nichts dagegen machen, ne? Naja, was soll man da großartig machen? Das Einzige, was man machen kann, ist die Rakete Bazooka auspacken und auf die Booster draufhalten. Ja, genau, so wie du in deinem einen Video. Das kann man ja schon Multikill, dreifach, vierfach und so. Das macht natürlich dann schon dementsprechend Spaß, ja. Hast du irgendeine Lieblingsmap, wo du vorzüglich immer spielst dann? Lieblingsmap ist Terminal, würde ich mal meinen, für mich, weil ich halt dort letztens meine Nuke gezündet habe und die auch relativ, ich sag mal, einfach aufgebaut, dass man dann schnell die Gegner weghauen kann, sag ich mal. Hast du irgendwelche speziellen Spielmodi, die du dann spielst? Ich habe gerade leider eine sehr schlechte Verbindung zu dir, ich höre nur Rauschen. Oh, das ist natürlich doof, also ich höre dich noch ganz gut, wo liegt denn das Problem gerade? Ich muss mal schnell schauen, warte mal. Ist gerade immer noch sehr schlecht. Oh Mann, keine Ahnung, was da jetzt los ist. Ja, genau, und Funkler. Was ich dich eigentlich fragen wollte, ob du irgendeinen bestimmten Spielmodus hast, den du spielst. Lieblingsspielmodus wäre bei mir in letzter Zeit Sprengkommando oder, naja, Herrschaft eigentlich nicht so unbedingt, aber macht halt doch schon recht gut Laune, muss ich sagen. Okay. Ja, und Free-for-All dann so, wenn du alleine mal spielst, ist schon auch so der Beweis für dich selbst dann, oder was machst du? Ja, Free-for-All haben wir beide ja auch ab und zu schon zusammen, also gegeneinander. Waren unsere Anfänge, ne? Ja, genau, die ersten paar Matches zusammen, wo ich dich immer in den Rücken gemessert habe, das war... Das waren unsere Anfänge, ja. Ja, genau. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Free-for-All ist manchmal ganz nett. Richtig, ja, ich habe nur Free-for-All gespielt, weil ich gedacht habe, Modern Warfare ist überhaupt gar kein Teamspiel, ja. Da war jetzt so richtig erst dahinter gekommen. Und ich denke auch, dass man im Team am stärksten ist. Ich weiß nicht, du bist jetzt ja bei uns im Fun-Clan, wie ist das Ganze so bei dir zustande gekommen, dass du sagst, du trittst jetzt so einem Fun-Clan bei? Ich habe eigentlich von Anfang an, sage ich mal, also deutsche Mitspieler auf jeden Fall gesucht, mit denen ich zusammen spielen kann. Es macht einfach Spaß, wenn ein bisschen nicht drei, vier Leute zusammenspielen, man ein bisschen miteinander Quatsch Spaß hat und es macht einfach mehr Spaß, halt, wenn man alleine einfach nur auf der Map hin und her rennt, ein paar Leute tötet und dann, naja, mehr ist es dann auch nicht. Ja. Also ich würde jedem empfehlen, dass man sich irgendwie über irgendwelche Foren, Freunde oder was auch immer, sich ein paar Leute sucht und mit denen zusammen spielt. Man muss es ja jetzt nicht gleich so um Leben und Tod machen, so, Wir dürfen nicht verlieren, einfach Spaß haben, mehr ist das nicht. Ja. Das ist bei uns ja auch nicht, wir spielen aus Spaß. Ja, das stimmt. Nehmen das zwar auch schon ernst, aber am Ende ist es doch nur Spaß. Ja, wir hatten ja letztens mal, zufälligerweise waren wir mal alle 7 oder 8 Leute online und dann haben wir ja mal so eine Art Clan-War gehabt. Wir haben zwar kläglich verloren, aber es war auch noch Spaß für uns auch. Genau. Ja, das stimmt. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Also dieses ganze Drumherum. Hast du vorher dann irgendwelche anderen Spiele außer Modern Warfare, irgendwelche Shooter gespielt, wo du sagst, die wären auf jeden Fall erwähnenswert zum mal gespielt haben oder so? Also Ego-Shooter fällt mir jetzt auf Anhieb keiner ein, den ich wirklich empfehlen kann. Ich habe früher zwar eine kurze Zeit Counter-Strike gespielt, aber das kann man nicht vergleichen, weil das ist keinerlei Realismus wirklich. So. Stimmt. War ich auch nie so richtig der Fan. Jetzt sind wir dann zum Schluss gekommen vom Video. Ich habe jetzt hier einen 18-9 Score gemacht. War jetzt natürlich nicht das Beste, aber wir haben jetzt einfach mal ein bisschen über das Spiel allgemein gequatscht. Und ich denke, im nächsten Video können wir ja dann einfach auf das Gameplay ein bisschen eingehen. Genau. Was wir uns auch vorgenommen haben, ist ja mal ein Spiel zusammen zu machen, dass wir mal nebeneinander laufen und da ein paar Tipps zu geben, ne? Genau. Jo, dann sage ich von meiner Seite einfach mal ciao. Ja, von mir auch. Jo, dann hören wir uns bald mal wieder, ne? Ciao, ciao. Ja. Ciao.